Eins, zwei. So. So. Ich habe kein Akazienholz mehr. Oh, shit. Habe ich noch Knochenmehl? Auch nicht. So, mal ein bisschen hier auffüllen. Ups. Okay, dann werde ich hier draußen mal eben spontan eine Akazienfarm setzen, um Akazienholz bauen zu können. Achso, das war. Ich dachte, das war eine Aussage so, jo, du machst mal kurz Pause und startest LOL. Warum soll ich LOL starten? Ja gut, das lädt jetzt erstmal. Ah ne, da drängt sich ein Vordergrund. Darum! Okay, entspann dich. Nee. Danke für den Skin. Ich krieg sowas nie mit, ne? Also, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen eindeutig, so, wir reden über den Skin und auf einmal sagst du, starte mal LOL. Ich krieg sowas nicht mit, ohne Mist. Das, sowas, so eine Situation habe ich immer wieder so, mach einfach mal. Ja, wieso? Mach doch einfach mal. Nee, mach ich später. Und später sehe ich dann, oh, ach, deswegen sollte ich mal machen. Danke. Braindead, ja, 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 einfach ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Ja, als mein Skin-Donator, wenn du mit mir ein bisschen queuen willst, dann muss ich leider Minecraft beenden. Und muss den Skin ja ausprobieren. Da müssen wir aber eigentlich Solo-Queue spielen, damit ich auch garantieren kann, dass ich Senna kriege, ne? You can only sleep at night. Ja, dann hole ich mir mal ein bisschen Knochenmehl. Au, oh, das war's, Genick. Hört man sowas eigentlich im Stream, wenn ich mit dem Genick knacke? Macht es immer so völlig ohne drüber nachzudenken. Was wollte ich mir jetzt holen? Knochenmehl, genau. Das sage ich doch. Noch ein paar Knochen. Die Erde legen wir mal wieder ab. Cobblestone brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Ja, ich muss jetzt eigentlich warten, bis Nacht ist. Oder ich nehme mir ein Bett mit. Ich nehme mir das Bett mit. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich am besten die Mauer setze. Damit ich hier das Gebiet öffnen kann. Oh, da ist direkt noch ein Baum gewachsen. Damit ich das Gebiet hier eröffnen kann. Aber nicht riskieren muss, dass mir Monster in die Stadt reinlaufen. Ha! Texturen für die Akazienblätter hat Misa noch nicht. Ich sagte, ich nehme mein Bett mit. Was habe ich dabei? Kein Bett. Manche Soundtracks sollte ich vielleicht aus der Playlist rausnehmen, weil die ein bisschen... Bringt Springen bei Minecraft wirklich was, um schneller zu laufen? Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich. Vor allem so in zwei hohen Tunneln. Da kannst du rennen und immer wieder springen. Also ja, hier geht es jetzt nicht. Habe ich irgendwo in zwei Blöcke hohen Tunnel? Ich glaube, hier drunter habe ich nicht alles auf drei hoch gebaut. Fun Fact, der Berg hier
War nicht ursprünglich so groß. So, hier. Ach, man sollte dazu auch noch rennen. Verbraucht aber, also vor allem so mit zwei hohen Blöcken, wenn du die ganze Zeit die Leertaste hämmerst, verbraucht es unheimlich viel Nahrung. Beziehungsweise Springen, Rennen verbraucht allgemein viel Nahrung. Aber ja, soweit ich das mitbekommen habe, boostet es einen schon echt gut. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Oder ob das einfach so die Macht der Gewohnheit auch ist. Weil ich habe das einfach irgendwann mal angefangen zu machen. Und habe es mir nie abgewöhnt. Wieder voll die Mine da unten ist. Nein, eine Mine ist es nicht. Das Problem ist, ich hatte den Tempel da oben gebaut. Auf dem Berg, den man da unten gesehen hat. Und der hing dann eben fast komplett in der Luft. Und das hat mich schon die ganze Zeit gestört. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, dann baue ich den restlichen Berg auch noch dazu. Das Schlimme ist, der Tempel ist nicht groß genug. Ich habe mal so ein bisschen in mein Studium geguckt. Und auch so ein bisschen in Vorlesungen mitgehört. Und der müsste eigentlich nochmal die Hälfte nach hinten. Der ist eigentlich nur zwei Drittel groß. Der muss eigentlich nochmal um die Hälfte weiter nach hinten rausgezogen werden. Und ich glaube, der muss auch noch ein bisschen breiter gebaut werden. Das heißt, nicht nur, dass ich den Tempel dann noch erweitern muss, sondern der hängt dann da irgendwo in der Luft sicherlich. Ist sozusagen Nachbau. Ja, Nachbau nicht direkt. Ich habe versucht, so gut wie möglich mit dem Wissen aus meinem Studium einen Tempel zu bauen. Und habe auch tatsächlich in den 10 Büchern der Architektur von Vitruv nachgeguckt, ob da irgendwo Maße sind, einen Tempel zu bauen. Entweder steht nichts drin oder ich war zu blöd dafür. Aber auf jeden Fall habe ich bei Vitruv nichts gefunden. Und Vitruv ist halt so, er hat im Prinzip die Philosophie hinter der Architektur verfasst. Was Vitruv schreibt, ist nicht zu 100% wahr, aber es ist so ungefähr eine Richtlinie, wie man bauen sollte, wie man optimal bauen sollte. Ja, ich habe es versucht. Ich hatte auch schon mal einen Tempel gebaut hier in der Welt, also ich habe die Welt hier in der Alpha angefangen und bin dann irgendwann zu Beginn der Beta hierher gewandert, sozusagen, um dann eben auch in einer Welt neue Gebiete erschließen zu können. Und in dem Alpha-Teil der Welt habe ich auch schon einen Tempel gebaut. Mit den begrenzten Möglichkeiten, die es in der Alpha gab. Sieht da ganz nett aus. Aber auch nicht optimal natürlich. Und hier habe ich dann eben nochmal versucht, mit neueren Materialien einen Tempel zu bauen. Der hat auch echt lang gedauert. Also lange Zeit war es nur das Fundament. Dann hatte ich zwischendrin mal die Säulen. Und ich glaube auch die zentrale Kammer. Ich glaube auf den Säulen, den Architrav und den Fries, die habe ich auch schon draufgezogen gehabt, aber das Dach noch nicht. Also das ist in sehr vielen Bauphasen passiert. Hat unheimlich lang gedauert. Und bin auch ewig nicht fertig geworden damit. Einfach weil ich auch teilweise keinen Bock hatte, weil dann war es wieder so Materialien beschaffen. Ich mache ja hier alles im Survival Mode. Alle Materialien beschaffe ich per Hand. Ist ein bisschen anstrengend. Und wenn du da auch mal was anderes machen willst als 100 Folgen Tempel bauen, ne? Oder dann eben 50 Folgen Materialien beschaffen, um dann wieder 50 Folgen Tempel zu bauen, weil dir dann wieder die Materialien ausgehen. Ist manchmal ein bisschen belastend. Deswegen habe ich auch angefangen, Minecraft so als Stop-and-Go-Projekt zu machen. Ich meine, ich nehme das ja auf und lade es ja auch auf YouTube hoch. Auch das, was ich hier streame, das nehme ich parallel auf, um das dann zu schneiden und auf YouTube hochzuladen. In 20 Minuten Folgen. Ich habe ja schon über 500 Folgen auf YouTube zu stehen. Da ist halt einiges passiert bisher.
Aber ist manchmal auch ein bisschen belastend, wenn man sich so denkt, ich brauche Materialien, aber habe keinen Bock. Noch ein Riesenprojekt anfangen, habe ich eigentlich auch keinen Bock, weil die anderen 30 Riesenprojekte noch nicht fertig sind. Das ist einfach, Und eigentlich wollte ich jeden Tag was bringen an Minecraft, aber ja, wenn du dann so teilweise demotiviert drin hängst oder schon wieder in den Bäumen hängst und über Religion redest, wie oft ich in Minecraft über Religion geredet habe, das ist, so viel hatte ich nicht mehr im Rallye-Unterricht damals. Halt so viel philosophieren über Gott und die Welt. Ist immer wieder ganz nett, aber das Problem ist halt, wenn es dann wirklich jedes Mal ist, dann ist, dann geht das Gesprächsthema auch so ein bisschen zur Neige. Dann ist das ein bisschen ausgelutscht. So, habe ich jetzt hier alle Setzlinge verbraucht? Nee. Ich habe auch damals, als ich den ersten Tempel gebaut habe, da habe ich auch einen Berg aufgeschüttet. Den habe ich auch auf so einen halben Hügel gesetzt, der eben ähnlich doof gewachsen ist wie der da unter der Verschalung. Das wusste ich nur nicht mehr. Ich bin irgendwann mal so in meine alte Stadt gegangen, hintenrum. Also nicht durch das Stadttor, das halt vorne am Tempel vorbeiführt, so ungefähr, sondern eben hintenrum in die Stadt rein. Weil ich da zufällig vorbeigekommen bin. Und weil ich mir so dachte, gucke ich mir das auch mal an. Und hab so gesehen, boah, da hatte ich echt Glück, dass der Berg hier so gut gewachsen ist. Dass es einfach so ein hübscher Hügel in der Landschaft ist. Und dass ich den einfach nur so ein bisschen abgestochen habe. Also, dass ich dann Erde so um 2 runtergestochen habe. Dass du hier nicht direkt diese Rampen hast, sondern ja, nicht hochspringen kannst, um die Monster vom Berg wegzuhalten. Auch wenn es damals nur ein kleiner Tempel war. Es war Arbeitsaufwand und ich hatte keinen Bock, dass mir ein Creeper das Ding wegsprengt. Ja, und dann dann habe ich da doch mal rangegraben und habe gesehen, oh, der ist ja auch zur Hälfte komplett aufgeschüttet. Der ist ja komplett künstlich, also fast komplett. Darf man bestimmte Worte nicht erwähnen. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe, soweit ich weiß, keinen Fluchwortfilter drin. Ich habe, glaube ich, .com auf die Bannliste gesetzt, weil due to conflicts. What? Okay. Ich guck mal eben bei Twitch. Ich sollte auch Twitch eingeben, um bei Twitch zu gucken und nicht nur Enter drücken. Einstellungen. Also ich habe .com auf die Bannliste gesetzt. Ja, kannst mir gerne mal schicken. Du hast mich ja bei Discord. Dann kann ich mal gucken. Dashboard. Stream? Nein. Moderation. Chat-Option. Ich sollte auch Discord anmachen, wenn ich da was haben will. Oder schickst du es mir bei WhatsApp? Bei WhatsApp. Na, ah, Gamescom. Ich hatte damals, als ich noch nicht die Option gefunden hatte, Links zu blockieren, .com auf die Bannliste gesetzt, weil man hat so phasenweise echt Probleme mit Bots. Das kopiere ich einfach raus und schicke sie bei Twitch in den Chat rein. So. Auf jeden Fall, damals, als ich noch nicht die Option gefunden hatte, Links zu blockieren, habe ich einfach mal .com auf die Bannliste gesetzt, weil die Bots echt alles zugespammt haben mit hier Freeporn und gratis CSGO-Skins und was du da nicht alles kennst. Deswegen hatte ich .com auf die Bannliste gesetzt, weil die Bots halt eigentlich alle mit .com-E-Mail-Adressen arbeiten. E-Mail, hier
Internetadressen arbeiten. Und dachte mir so, okay, wenn dann wieder so ein Bot ist, der irgendwas posten will, dann fliegt es sofort raus. Wenn da Com drin vorkommt. Aber klar, wenn Gamescom drin vorkommt, dann wird es auch gefiltert. Das wusste ich nicht. Komm, lass mich schlafen. Die Sonne geht gerade eh unter. Ach so, puff. Naja, du hast eine Community. Dann macht das bestimmt richtig Fun. Dann trifft man sich auch mal auf der Gamescom oder sowas. Und wenn du mit Zocken Geld verdienst, ich wäre gern ein E-Girl. Ja, so als E-Girl hat man es, glaube ich, echt ein bisschen einfacher. Vor allem auf Twitch. Ich gucke immer wieder so Twitch Clips Germany. Und manche der Streamer hatte ich bisher nie gekannt, aber die kennen die anderen Streamer. Aber dann, wenn du so weiter guckst, siehst du da teilweise Namen, die, glaube ich, kein Schwein kennt. Und ja, so das, was ich finde, was die dann groß auszeichnet im Stream auch, ist, dass sie weiblich sind. Also, so böse es klingt, aber manchmal habe ich schon echt das Gefühl, dass so neue Streamerinnen erfolgreich sind, weil sie weiblich sind. So, du machst einen Stream auf und kriegst dadurch Punkte. Und dann hier so Just Chatting, hast halt eine Facecam. Ich habe keine Facecam, aus diversen Gründen. Ich schätze, mit Facecam wäre ich vielleicht auch ja, ein bisschen populärer. Vielleicht. Weiß nicht. Schmeiß ich das Knochenmehl weg und pflanzt die hier ein, dass die mich nicht mehr nerven. So, hier. Irgendwo ein bisschen Gras setzen. Da, zack, Gras, 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 dann ist nicht verschwendet. Ja, genau, oder schau dir mal die Hot-Tube-Streams an, nur weil sie im Bikini sind, bekommen sie Geld von notgeilen Typen. ja, weil sie im Bikini sind, die promoten damit auch teilweise ihr Onlyfans. Was halt gar nicht geht, finde ich. Also, was auch Twitch eigentlich findet, was nicht geht. Ist ja auch so ein bisschen der Running Gag unter Streamern geworden, so diese Hot Tub Streams. Die machen sich ja daraus dann auch einen Spaß, wenn sie dann so mit Greenscreen und so arbeiten, um die so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Aber das ist einfach so, du steckst keine Mühe rein, redest ein bisschen Scheiße den ganzen Tag und kriegst dadurch Geld. Gut, ich meine, ich stecke jetzt auch nicht so viel Mühe in meine Videos. Weil es gibt ja YouTuber, die so krass sind und da viel rumschneiden und so. Auf Schneiden habe ich ja gar keinen Bock. Sondern ich nehme nur auf oder streame und lasse es halt so. Das wird vielleicht auch mit einem Grund sein, warum ich jetzt keine Millionen damit verdiene. Aber ja, diese Hot Tub Streams, das ist so, okay. Man kann es auch allgemein Prostitution nennen. Also meiner Meinung nach sollte sowas auf Twitch nicht gezeigt werden. Dafür gibt's Pornhub, Chattelbait. Twitch sollte fürs Zocken oder Game sein. Ja! Also, 1, 2, da kommt hier eine Fackel hin. Also ja, das denke ich eben auch. So dieses Just Chatting finde ich auf Twitch auch so ein bisschen dämlich. Das hat so ein bisschen was von Selbsthilfegruppe, aber gut, wer es mag.